Willkommen zurück zu einer weiteren Runde Risen. So, dann lassen wir mal die Federnsuche beginnen. Die hier ja irgendwo sein muss. Schauen wir mal. Irgendwo muss ja hier eine Feder versteckt sein. Ha. So wie es aussieht, hat Kenan eine kleine Hilfestellung für Hakeka aufgestellt. Dieses Zeichen deutet Richtung Nordwesten. Ach so, okay. Ich habe ein Zeichen gefunden. Ein Zeichen? Ich denke, dass Kenan es aufgestellt hat. Aus irgendeinem Grund will er es uns scheinbar einfach machen, ihn zu finden. Dann folgen wir dem Zeichen. Yalla! Yalla! Okay. Da oben drauf war auch die schwarze Feder. Na gut. Dieses Zeichen deutet Richtung Westen. Blaue Feder. Okay. Ah, da oben. Gelbe Feder. Das Ding zeigt geradewegs nach Norden. Dann laufen wir mal nach Norden. Ah, da. Das Teil hier sagt, geh nach Nordwesten. Okay. Ah, da haben wir ihn doch. Ha! Ich hab dich gefunden. Ja, das hast du, Hallmark von Hakeke. Damit sei die zweite Prüfung bestanden. Ich werde es dazu berichten. Netter Zug von dir, dass du die Zeichen für Hakeke aufgestellt hast. Hakeke muss der nächste Chaka werden. Ah, verstehe. Du hast ein bisschen gemogelt, hm? Tja, besten Dank. Tivo Palava, Tonka Samo. Okay. Die zweite Prüfung ist bestanden. Ich habe Kenan gefunden. Oh, und ich dachte, wir schaffen das niemals. Gut gemacht. Ich bin schon auf die letzte Prüfung gespannt, Hallmark. Ich auch. Am besten, du gehst gleich wieder zu Datu. Ich habe jetzt keine Hilfe für dich. Okay, können wir denn da wenigstens... Ja, können wir. Damit ihr nicht rastlos bis zum Ende aller Tage so, im Dunkeln wandern müsst. Und wieder zurück. Das Wut... Wir waren jetzt mit dem Teleportieren deutlich schneller. Na, dann wollen wir mal sehen, was er jetzt zu sagen hat. Und die dritte Prüfung. Du trampelst wie ein Gorilla. Hakeka hat seine zweite Prüfung bestanden. Nun denn, hier ist die letzte Prüfung. Es ist die Prüfung der Stärke. Beide Herausforderer sind große Kämpfer. Ein jeder der Beste in seiner Kampfart. Der eine im Kampf Mann gegen Mann, der andere im Kampf mit dem Wurfspeer. Ein Kräftemessen wäre immer unfair, auf die eine oder die andere Weise. Wie willst du dann herausfinden, wer der Stärkere ist? Ich habe entschieden. Die Herausforderer werden ihr Können in der Auswahl der richtigen Waffengefährten unter Beweis stellen. Die beiden Hallmarks werden gegeneinander kämpfen. Ich hab's geahnt. Geht und bereitet euch darauf vor. Der Kampf wird auf dem Ritualplatz stattfinden. Okay. Auf zum Ritualplatz. Achso, halt, ich muss ja erstmal meinen das Bescheid Udo sagen. Der Hike ist bei uns. Sie werden euch begleiten. Was die Prüfung ist. Du trappelst wie ein Gorilla. Datu will, dass ich Salus Hallmark besiege. Das klingt nach Chaka Datu. Ich hoffe, dass du ein guter Nahkämpfer bist.
denn Salus Halmak Potaka ist es ohne Zweifel. Dann kann ich für dich nichts mehr tun, außer dir Glück zu wünschen. Ich fürchte, du wirst es brauchen. Nein, nicht wirklich, weil ich bin ein guter Fernkämpfer. Hab keine Angst, meine Freunde. Sie darf euren Geist... Gut, muss ich jetzt erst den, Obersten Bescheid sagen? Du trampelst. Komm später wieder, Gucho. Ich bin gerade beschäftigt. Okay. Scheinbar nicht. Scheinbar müssen wir den anderen Bescheid sagen hier unten. Oder, na, er hatte ja gar keinen Heimat. Sie darf euren Geist nicht beherrschen. Angst! Du trampelst. Ich behalte dich im Auge. Vergiss das nicht. Ja, aber wer Angst ist denn dein... Macht schwach. Macht euch frei und lasst euch führen. Alles ergibt einen Sinn. Das Schicksal wird den belohnen, der es mit offen... So, dann machen wir mal kurz die Kiste auf. Und fertig. Voodoo-Puppe und Goldbrocken. Du trampelst. Das Schicksal wird den belohnen, der es mit offenen Armen... Hey, Potaka. Wir sollen uns um die Nachfolge prügeln. Du wirst niemals siegen, Gucho. Ja, ja, mach's nicht so dramatisch. Lass uns hinmachen. Wir werden auf dem Ritualplatz kämpfen. Folge mir. Okay, das Schicksal gut, jetzt haben wir ihn auch gefunden. Belohnen, der es mit offenen Armen und sehenden Auges empfängt. Denkt an... Karaka! Schluss damit! Oh, das war heftig! So, das war's jetzt hoffentlich. Was ist geschehen? Ich bin zu Boden gegangen. Ganz genau. Und das heißt, du hast verloren, mein Freund. Oh, welche Schande. Ich muss zu Salu gehen und es ihm sagen. Ihr habt doch nicht mal mitgekriegt, dass wir ihn einfach erschossen haben. Oh, Feier. Tawonga Samogaya. Ich habe Salus Halmak besiegt. So sei es. Es ist entschieden. Ein neuer Häuptling ist gefunden. Möge seine Weisheit und Stärke unser Volk ins Licht führen. Weise Entscheidung. Es war nicht meine. Das Schicksal selbst hat meinen Nachfolger gewählt. Doch nun zu dir. Du hast Mut und Kampfkraft bewiesen. Nun gehört dir das Symbol des Chakahalmaks der Marakai. Trage es mit Stolz. Es ist eine große Ehre für dich. Ich werde das Symbol deines Sohnes in Ehren halten. So ist das Recht. Die Geister der Ahnen mögen dich beschützen. Hier hast du es. Und nun geh in Frieden. Chakahalmak der Marakai. Na also, da ist das Ding. Du freust dich wirklich über das stinkende Teil, oder? Ja, schon. Ich denke, es wird uns helfen. Na dann. Okay, was macht das stinkende Teil denn jetzt überhaupt? Totenschädel. Voodoo plus 1. Okay, na gut. Ich habe keine Ahnung, ob uns das helfen wird. Aber mal gucken. So. Du trampelst wie ein Gorilla. Es ist vollbracht, Chaka Hakeke. Du bist der neue Häuptling. Den Ahnen sei Dank. Ich hatte schon fast die Hoffnung aufgegeben. Ich werde unser Volk in eine fortschrittliche Zukunft führen. Chaka, du schaffst das! Es war mir eine Ehre, mit dir zusammenzuarbeiten, mein Chaka Halmak. Du hast dir wahrlich das Recht verdient, diesen Titel und die besten Waffen der Marakai zu tragen. Waffen ist ein gutes Stichwort. Wie sieht's mit der Muskete aus?
redest von dem Donnerstock, den Daiki und ich gefunden haben? Genau den. Ja, es ist dein Recht. Und du hast auch die Fähigkeiten, damit umzugehen. Du sollst ihn haben. Möge er dir auf deinen Wegen nützlich sein. Tja, das war's dann, was? Ich muss weiter. Meine besten Wünsche begleiten dich, Chaka Halmak. Hoshi der Marakai. Korrientes Donnerstock erhalten. Dann schauen wir doch mal nach Korrientes Donnerstock. Ausrüstung. 2x75 mit Bajonett und Muskete plus 10. Ei, und der hat nur einmal jeweils geschossen mit dem Ding. Ei, 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 ei. Viel besser. Denkt an meine Worte. Ich habe es gesehen. Hört, so. Meine Freunde, was ich zu sagen. Nee. Ich suche ja hier eigentlich Hört, gerade meine Freunde, was? Worauf wartest du noch? Warum stopft nicht endlich mal einer diesem verfluchten Prediger das Maul? Es ist ja nicht zum Aushalten. Okay. Hört, meine Freunde. Gut. Wir haben jetzt einen neuen Donnerstock. Wir haben da unten nochmal was zu erledigen. Das heißt, ich würde da unten auch nochmal runtergehen wollen. Wir könnten hier aber auch nochmal irgendwo den geheimen Eingang nutzen. Schade, dass wir hier oben nichts haben, weil da könnten wir das Schiff kapern mit. Müssen wir mal gucken. Wir haben jetzt richtig viel. Und ich bin der Meinung, ich weiß sogar, wo der Deserteur ist. Ja. Ja. Totenruhe. Garcia Schiff. Ja. Schön scharf. Gucken wir mal. Ist dort oben irgendwo. Der schwarze Hund. Der soll hier hinten sein. Okay. Die Gräber der Ahnen. Ja, da wird mir nur eins angezeigt. Die nackten Leichen. Okay. Der Schatz im Jagdgebiet, das ist da unten. Und der Schatz im versteckten Tal. Der ist da unten. Na, ohne den Geheimeingang bringt uns das jetzt nichts. Das heißt, ich würde erstmal der Deserteur machen. So ungefähr die Richtung wieder anpeilen. Wir waren ja schon einmal bei ihm. Eigentlich sollten wir ihn erschießen, aber mal gucken, was wir so hinbekommen. Ah, hier waren ja die nackten Leichen. Ich denke mal, den Weg dürften wir auch nachts locker finden. War ja jetzt nicht so schwer. Irgendwo hin. Weil tagsüber hier ein bisschen erkunden wäre schon nicht schlecht. Und vielleicht könnten wir auch nochmal... ja, das Boot erreichen. So, wir gehen jetzt einmal kurz in die Berge hoch. Ich möchte schon gerne die neue Flinte ausprobieren. Mal sehen, ob wir das Schiff vielleicht kapern können. So, da vorne haben wir das Feuer und da haben wir auch unseren Deserteur. Corrientes schickt mich. Er lebt noch. Du glaubst gar nicht, wie mich das erleichtert. Naja, auf dich ist er weniger gut zu sprechen. Wie meinst du das? Er will, dass ich dich töte. Was? Das kann doch nicht sein. Wir lassen uns was einfallen. Komm erst mal mit. Hier kannst du nicht bleiben. Wo sollen wir denn hin? Corrientes wird ihn eindeutig erschießen. Wir gehen zu Valdez, ins Basislager.
Na, wenn das mal gut geht. Na gut, das heißt, nichts mit so hin. Heißt, wir müssen jetzt da selber hinlaufen. Obwohl, das ist völlig falscher Weg. Wir müssen jetzt halt den anderen Weg wieder runtergehen. Naja, wird jetzt ein bisschen gelaufen, aber naja. Ich denke mal, erstmal ins Basislager wäre besser, als wenn wir ihnen jetzt Corrientes geben. Ich denke mal, Corrientes, er hat uns ja so oder so den Befehl gegeben, ihn zu erschießen, also muss ja nicht sein, bloß weil er jetzt ein Feigling ist. Aber ich glaube nicht, dass ich jetzt hier noch irgendwelche Gegner finden werde. Ist aber diesmal wieder eine richtig große Insel. Ich glaube, ich laufe falsch. Nee, ich laufe richtig. Jedenfalls so teilweise. Ja, sind wir noch? Ja, wir sind noch auf dem richtigen Weg. Venturo ist der Einzige, der hinterherkommt. So, hier ist der Tempel, ja. So, jetzt ist nur noch ein kleines Stückchen. Da haben wir das kleine Lager. Ah. Kommt man hier runter? Nee. Eigentlich hätten wir auch porten können. So wie es aussieht. Na. Wir brauchen aber ziemlich lange. Wir sind jetzt hier gleich durch den halben Weg durchgelaufen. Sind ja gleich da. Ist halt mal wieder so eine Botenträger-Quest. Hast du eigentlich was Neues zu sagen? Guter Pirat, Freund von Habib. Gut. Habib hat jetzt nichts weiter zu sagen. Und keinen neuen Auftrag für uns. So. Ah, Angus ist also wohl auf. Gut zu wissen. Ja, eigentlich habe ich von Corrientes den Befehl erhalten, ihn zu töten. Aber ich dachte, ich bringe ihn erstmal ins Basislager. Zu töten? Da hast du bestimmt was falsch verstanden. Nein, er sagte, ich soll ihn erschießen. Wir erschießen unsere Leute nicht. Wir sind doch keine Barbaren. Was genau hat er denn zu dir gesagt? Er sagte, Angus sei während des Kampfes mit den Piraten abgehauen. Er wollte erst Scarpetta schicken, um ihn zu töten, aber dann hat er mir den Auftrag erteilt. Moment mal. Scarpetta ist einer von Garcias Leuten. Du meinst? Das ist nicht Corrientes, mit dem du gesprochen hast. Es ist Garcia. Was? Was machen wir jetzt? Am besten, du gehst so schnell wie möglich zurück. Ich hoffe, er hat nicht schon zu viel Schaden angerichtet. Das hoffe ich auch. In einem Ahnengrab beim Dorf habe ich nackte Leichen gefunden. Es waren zwei Eingeborene dabei, aber die meisten waren weiß. Dann wissen wir jetzt, was mit der richtigen Expedition passiert ist. Ich werde mich um die Leichen kümmern. Alles klar. Krass. Das war Garcia? Hört, meine Freunde, was ich zu sagen habe. Ich hatte eine Vision. Und die Tivas sprachen. Tatsache. Jetzt steht er auch mit Namen Garcia da. Ich hatte eine Vision. Und die Tivas sprachen zu mir. Okay. Wir haben aber noch andere Aufgaben. Schauen wir mal.
Weil irgendwas kann da ja nicht stimmen. Denn wir haben ja auch von den anderen Leuten Aufgaben bekommen. Und wenn sie zu Garcia gehören... Ja, mal schauen. Aber... Hä? Sind vielleicht einige... übergetreten? Mann, gut, dass wir Angus gerettet haben. Aber hier soll sich ja irgendwo noch jemand verstecken. So, gucken wir kurz ins Logbuch. Wo haben wir ihn? Genau, der schwarze Hund. Müsste jetzt gleich hier um die Ecke kommen irgendwo. Du bist so gut wie tot. Das sind ja wirklich Piraten. Ich krieg dich, das schwör ich dir. Ja. Hopp. Au. So. Ich weiß zwar nicht, wo ich hingeschossen habe, aber okay. Heieiei. Der hat auch eine goldene Maske. Nichts zu holen. Okay, hier ist nichts zu holen. Der hatte also auch die goldene Maske. 12 Gold. Mhm. Die Trophäe des großen Jägers ist heute ein beliebtes Sammlerstück. Dem Besitzer dient sie als Talisman und verleiht ihm besondere Kräfte. Legenden zufolge soll er in einer Gruft in der Bucht von Maracay zu finden sein. Ah ja. Der Talisman. So, dann haben wir hier noch eine verschlossene Truhe. Die easy aufzumachen war. Altes Schwert, Klingenring, Rum und Perle. Interessantes Lager. Was sie hier jetzt aufgeschlagen haben. Dann können wir ja hier jetzt eigentlich nochmal weitergehen. In die Richtung runter. Bin sofort bei dir. Na du blau... Kralle. Das hast du erledigt. Das hat aber ganz schön gebrüllt. Aber es wird ja jetzt gerade so ein bisschen heller. Na komm, die kriegen wir auch mal mit dem Schwert hin. Und zack. Natürlich erledigen wir sie. In Windeseile. Hier geht's nochmal rauf. Dann krabbeln wir doch mal rauf. Vielleicht sehen wir von oben ein bisschen mehr. Und haben hier vielleicht oben nochmal was liegen. Ja, eine Kiste. Und eine Maki-Beere als Proviant. Und auch diese Kiste hat nicht die geringste Chance. Sie wird auch geöffnet. Ohrring des Kriegers, Trank der Klingen und ansonsten, ja, normal. Ich wollte gerade sagen, Venturo, was machst du da? Aber wir haben ja noch Benutzbares. Genau. Den Lederöltrank. Den wir uns einfach mal einpfeifen. No? Ist ja soweit okay. Dann langsam wieder runter. So. Gut, denn wir haben ja hier hinten noch irgendwo einen Schatz. War das der Schatz im... Ja, der Schatz im Jagdgebiet. Den müssten wir ja gleich finden. Aber ich würde sagen, wir machen an der Stelle jetzt erstmal einen kleinen Cut und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Also schaltet wieder ein und bis dann.